Aldemar HD. Toll. Zeit für ein wenig Handel. Kapitel 3. Exerpanz Karan. Mein Herr, die Schatzkammer ist fast leer. Ihr solltet etwas unternehmen, damit wir zahlungsfähig bleiben. Ohne Münzen werden wir unsere Aufgabe nicht erfüllen. Und die Stadt wird auch nicht mehr wachsen können. Hey Leute, hier ist der Aldemar. Zurück mit Townsman in Kingdom Rebuild. Wir sind in der Einführung Nummer 3. Aber es muss sein, damit wir es lernen. Ja, aber es macht Spaß. Es ist hübsch gemacht. Los geht's. So. Hier sind die Münzen. Ach nein. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das wäre ein Goldtürmchen. Okay, dann gucken, was wir jetzt machen müssen. Handel. Hey, hey. Hallo. Guten Tag, Lord Statthalter. Ich habe eine spezielle Aufgabe erhalten. Anfrage erhalten, Entschuldigung. Einige reiche Bürger sehnen sich nach besserer Kleidung, um sich vom gemeinen Volk abzugrenzen. Wärt ihr so nett und würde Kleidung für die Bewohner am Marktplatz verfügbar machen? Oh, natürlich. Wie kann man dem Lächeln nur entsagen? Jedes Wohnhaus versorgt das Dorf mit neuen Familien und generiert, abhängig vom Steuersatz, Münzen in periodischen Abständen. Okay. Das ist ein Unterschied von Tag und Nacht. Unsere Dorfbewohner haben nicht nur grundlegende Bedürfnisse wie Nahrung und Wasser. Sie haben auch zusätzliche Wünsche wie neue Kleidung, eine schön dekorierte Stadt oder einen Marktplatz, damit sie Handel betreiben können. Okay. Ein Marktplatz also. Also das hier ist irgendwas. Wahrscheinlich nur Dekoration. Du kannst den Wert der Steuernahmen mit der Steuerrate verbessern. Beachte jedoch den Einfluss auf die Zufriedenheit und Produktivität. Besuche den Bereich für Steuern im Spielmenü. Ich muss sagen, in Spielen habe ich da immer nie drauf geachtet. Wenn man ein gutes laufendes Dorf hat, muss man auch nie Steuern erheben. Im Spielmenü. Steuern. Da. Übersicht. Allgemeine Zufriedenheit. Bedürfnisse, Wünsche, Steuern. Da. 50%. Zack. Das war jetzt meine Mission, oder was? Wir lassen es auf 50%. Und gut ist. Wir sollen Produktivität zeigen. Wünsche. Bla bla bla. So, das haben wir. Oh, wer ist das denn? Die Bewohner sehen sich also nach neuer Kleidung? Ihr könntet Kleidung auf dem Marktplatz kaufen, wenn ihr einen hättet. Dann müsstet ihr sie nicht selbst produzieren. Also, baut einen Marktplatz. Erreiche Zufriedenheit der Kleidung. Erfülle Anliegen der Dorfbewohner. Okay. So, jetzt gib mir doch mal die Quest, dass ich das tun soll. Gedele. Es ist, glaube ich, so ein Beirat. Gedele. Lord, ich bin nördlicher Händler. Wie die Holde Maid von mir habe ich ein Anliegen. Unser Dorf benötigt einen Marktplatz. Dies würde von Ihnen natürlich auch meinen ermöglichen, profitablen Handel zu betreiben. Hehe. Er lacht wie ich. Da die Schatzkammer ziemlich leer ist, was ja kein Geheimnis ist, habe ich beschlossen, die Kosten für den Bau eines Marktplatzes zu übernehmen. Betrachten Sie die Investitionen in unserer Stadt. Ist als Investition. Ich muss jetzt mal die Stimme finden. So, die passt ganz gut. Ja? Einlösen. Jetzt habe ich meine Seele verkauft. Darf ich jetzt den Marktplatz bauen? Oder nicht? Ein bisschen warten. Aber es gibt schon viel Baumenü, ne? Mein Herr, ich habe die Freiheit erlaubt, ein kleines Stück Land zu kaufen und das Fundament für den Marktplatz zu legen lassen. Wären Sie so freundlich und würden einen Bauarbeiter anfordern, um den Bau zu vollziehen? Da, okay. Wähle Platz an der Stelle, Marktplatz drauf, bla. So. Bauen. Ach so, ist ein Platzhalter. Cool, oder? Sieht hübsch aus. Ich hoffe, die laufen noch da drauf rum. Das wäre cool. Gut, dann bau das erstmal. Wir haben noch zwei. Guck mal, dann bauen direkt zwei. Guck mal, wie unglücklich die gucken. Feststellung, ein Gebäude des Wartes, versucht die Bauarbeiter zu verfolgen. Moment. Ach! Rechtsklick auf die Gebäude und öffnet es. Okay. Mein Herr, solltet ihr euch entscheiden, die Kleidung im Dorf produzieren zu lassen, so benötigen wir eine Weberei, um die Wolle zur Stoffe herzustellen. Ah, okay. Guck mal, so können wir die verfolgen. Bla 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 bla. Gut, die tragen erstmal Sachen. Weberei, okay. Jetzt mal gucken, wie sieht es denn mit Nahrung aus? Ich glaube, das ist ja trotzdem ein bisschen. Heißt halt nicht, wie viel die produzieren. Die Bäckerei ist weg. Steht die jetzt woanders? Guck mal, der dumme Bauer ist wieder da. Da ich mit der Getreideernte beschäftigt bin, solltet ihr einen zweiten Arbeiter als Schäfer an meinem Hof einsetzen, um Wolle von der Schafstalle zu bekommen, mein Herr.
Okay, das stimmt. Hier, Wolle. Baumwolle. Nee, oder? Ach nee, hier sind ja die Schafe. Dann geht er die holen. Ach, stimmt. Guck mal, jetzt ist der hier. Natürlich steht der Name. Ja, nicht viel besser, aber... Ah, und sie holt die Brote. Ich backe Brot. Okay, gut, das haben wir. Weberei. So, hier haben wir Webstube. Ah, cool. Und hier ist der Marktplatz. Den haben wir auch schon. Webstube. So, Webstube. Wolle ist hier. Webstube. Webstube. Das ist die Frage eigentlich. Mann, hier passt doch nirgendwo was hin. Sehr gut, mein Herr. Nun können wir Getreide und Wolle auf dem Bauernhof produzieren. Kommt jetzt da oben hin. Arbeiter benötigt. Wir haben zwei, aber die müssen erstmal das hier fertig machen. Einlösen. Geld, XP. Baue Webstube. Meine Güte, viele Aufträge. So, dann baut das erstmal. Bla, 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 bla. Ich liebe ja sowas, ne? So 2D. Ich meine, das ist super. Also, wenn jemand ein Spiel macht das erste Mal und denkt so, scheiße, ich will ein Spiel machen, meine Idee ist geil. Gut, dann mache ich die Idee erstmal in 2D. Isometrie ist das hier, glaube ich. Super cool. Sowas ist unsterblich. Wirklich, sowas ist unsterblich. Das Einzige, was halt Resolution machen muss, ist dann die Auflösung vielleicht. Aber wir haben ein... Das Problem ist, alte Spiele sind schwer, oftmals schwer zu remastern, weil die Spiele auf einem scheiß Format liefen, ja. Da gab es doch kein Ridescreen. Das war dann, die sind dann hier so abgeschnitten, ja. Und deswegen ist es schwer, halt auf neue Auflösungen zu skalieren halt, ne? Das ist ein bisschen viel Arbeit. Ich kenne mich nicht so gut damit aus, aber das vermute ich mal, ist es. Pass auf, ihr tragt der Zeug, pass auf, er kommt der zweite weg. Kommt der hier hoch. Also was mich wieder jetzt hier stört, ist, dass man, dass das immer so... Wisst ihr, das springt immer nur. Ich mache einmal nach rechts und dann springt er immer nur. Man kann hier, guck. So geht das mit der Maus, aber mit der Tastatur ist das wie, als wenn ich einen Controller hätte. Aber mit der Maus geht das, das wusste ich gar nicht. Aber irgendwie gefällt mir das auch so. Den schrittweise. Kann manchmal stören, aber auch. Mal gucken. Aber ein bisschen klein die Gegend. Vielleicht ist sie ja größer dann in den anderen Kapiteln. Da bin ich gespannt. Gibt es Kriegsführung überhaupt? Ja. Wachturm, Kaserne, Schatzkammer, Handelsgilde. Schluck auf. Hier ist das Sägewerk. Sind wir noch da, wo wir es hatten? Guck mal, wir stehen an für Wasser. Vielleicht bauen wir noch einen Brunnen. Vielleicht bauen wir noch einen Brunnen hier oben hin. Aber wir lassen die erstmal bauen. Das Problem ist, desto mehr Leute man hat, desto mehr Essen wollen die haben. Aber Essenproduktion ist ja gerade gut. Prestige haben wir 25, pass auf. Wir brauchen sowieso neue Bürger. Handelskredit, solche Dinge. Straßenwohnhaus. Großes Wohnhaus. Vorübergehend gesperrt. Nein! Das baust du nicht. Kommt's dahin. Bam! Bam. Wir haben ja genug Kronen. Was soll's? Komm. Oh, das kostet 22 Kronen. Okay, nee, das ist, so lange können wir auch warten. Wie sieht's denn aus mit generellen Bretter? Das muss aufgewertet werden. Und hier haben wir auch nur einen. Hund und Nazi, hat er, glaube ich, gesagt. Das ist die Feuerwache. Die steht jetzt da. Da ist wieder jemand sauer. Pass auf, wir bauen noch einen zweiten Brunnen. Irgendwo gibt's den ja bestimmt. Ist gesperrt. Das gibt's ja nicht. Gibt's bestimmt auch nochmal. Ja. Ihr wollt Kleidung haben, ich weiß. Ihr seid sauer. Handel und Geld. Versuche, Steuern zu steigern. Sehr gut, meine Herr. Umso mehr Bedürfnisse im Dorf gestillt werden, desto eher sind die Bewohner bereit, mehr Steuern zu zahlen. Ohne, dass ihr ihre Religion befürchten müsst. Oh, oh. Aha. Öffnet öffentliche Gebäude wie der Marktplatz, aber auch unsere Brunnen können nur eine begrenzte Anzahl an Bewohnern versorgen. Ich bin Omnigung, kannst du einsehen, wie viele Familien im öffentlichen Gebäude Platz haben. Jetzt, wo wir den Marktplatz im Dorf haben, sollten wir beginnen, unsere überschüssigen Waren zu verkaufen. Kontextmenü.
Handelsaufträge. Steht ja auch irgendwo, wie viel Plus ich mache. Hör mal, 55%. Aber ich weiß nicht, wie viele Ausgaben ich habe da. Guck, da sind sie. Sind die jetzt aus dem Dorf dahin gegangen? Nee, ne? Handel betreiben sie über... Handel betreibst du über das Spielmenü im Reiter Lager. Findet man die Kategorie Handel. Man kann nur handeln, wenn sich gerade ein Händler im Dorf befindet. Okay. Alternativ kann auch kurz im Menü Marktplatzes gehandelt werden. Ist aber kein Händler da, ne? Aber wir wollen ja eigentlich gar nicht handeln. Wir haben doch schon die Weberei. Da. Aha, okay. Achso, das kostet Geld und das ist das, was ich verkaufe, richtig? Ich könnte jetzt Steine verkaufen. Sagen wir mal, wir verkaufen... alles bis auf 10 Steine. Bam. Mehl. Wolle. Oh, jetzt haben wir ein bisschen Geld. Neue Aufgabe. Warte, haben wir irgendwas zum Einlösen? Webstube vorhanden. Warte mal, wo baue ich die denn nochmal? Ach, die wird noch gebaut. Jetzt haben wir ein paar Arbeitskräfte frei. Jetzt haben wir Wolle. Du Nazi. Gewitter zieht auf. Die Donnerklippe. Komm, baut das mal fertig. Eure Lordschaft, unsere freundliche Gebäude, wie zum Beispiel das Wirtshaus zu errichten, benötigen wir entsprechende Werkzeuge. Noch nicht mal die Webstube fertig gemacht. Wir können die Werkzeuge selbst herstellen oder sie vom Händler kaufen. Auf lange Sicht ist es immer besser, die Werkzeuge selbst herzustellen. Jedoch sind hierfür einige Gebäude notwendig. Ah, ja, ja, ja. Eisen, Kohle. Joki Mözi. Joki Mözi. Herr Statthalter, wenn wir Rohstoffe dringend benötigen, sollten wir am Markt kaufen, sobald der Händler euer Dorf besucht. Aber ich habe kein Geld. Oh, am Marktplatz werden Luxusgüter wie Kleidung oder Schmuck... am Marktplatz werden Luxusgüter wie Kleidung oder Schmuck verteilt, um die Bedürfnisse der reichen Dorfbewohner nach solchen Gütern zu decken. Ich weiß, mein Akzent ist nicht originell, aber... so, jetzt haben wir Geld. Einlösen, das haben wir... okay. So, hier peu à peu. Meine Güte. Fehlt dafür noch irgendwas? Uah! Okay, ja, komm schon. Hervorragend. Wie ich sehe, ist die Webstube fertiggestellt worden. Nun kann ich die Stoffproduktion beginnen. Gebäude voll. Okay, der wird bedient. Okay, das haben wir. Wir können auch einfach Werkzeuge kaufen, aber... ist das denn Handelswert? Hallo. Da wir nun die Webstube haben und Wolle produzieren, steht der Kleidungsproduktion nur noch im Wege, dass wir keine Schneiderei im Dorf haben. Ich schlage vor, dass ihr den Bau einer Schneiderei umgehend in Auftrag gebt, mein Herr. Ich könnte auch anders weiblich sprechen, mehr so... da wir nun die Webstube haben, wollte ich produzieren. Na, ja, okay. Aber es ist ein bisschen zu hell vielleicht. So, wir bauen die Schneiderei. Schneiderei, bauen. Dahin. Duzi, Schnuzi, Platzi. Die alle immer reden. Damit wir endlich mal diese Feuerstelle da los sind. Tutzi, Schnazi, Schnatzenli. Schon wieder kein Geld. Also ist schon echt übel, wo unser ganzes Geld überhaupt hingeht. Wir haben einfach zu viele Leute, wahrscheinlich. 100% Wünsche. Steuerrate 55%. Aber wo sind unsere Steuern? Aber wo sind unsere Ausgaben? Unsere generellen Ausgaben? Oder wo das Geld hingeht? Ich meine, hallo?
Probier es mal so. Bis wir Plus haben. Gebäudelager voll. Das kann doch nicht sein. Oh, halt. Nein, du musst hier bleiben. Ich meine... Wir brauchen noch einen Träger, einen zweiten Träger. Der war doch aktiv, oder? Beide aktiv. Lüften essen, nö. Lüften, schnitzen, schnatzen. Sieh mal, wenn nicht Deutsche Deutsche nach Effen wollen, machen wir schnitzen, kratzen, kotzen. Kratzen, schnitzen, nach Hatzen, die kurzen da. Schon ein paar Mal mitbekommen. Kratzen, kritzen, schnurzen. Bisschen wie bei South Park. War das bei South Park? Ich glaube schon. Die Deutschen keine Witze erzählen können. 22 Gold. Okay, immerhin. Aber wo geht das alles hin? Muss doch irgendwo eine Statistik geben. Was muss ja denn hier sein? Übersicht. Bedürfnisse, Wünsche, Steuerrate. Produktivität, Brot, Fleisch, Wasser, Wünsche, Steuern. Hm. Wohnhaus, großes Wohnhaus. Ah, vielleicht einfach noch mehr Wohnhäuser bauen. Mein Essen geht immer noch ganz gut. Oh, Werkzeuge benötigt. Hilzen, kratzen, schnurzen. Okay, ich kann gerade keinen Händler da, richtig? Ja, 3:06. Okay, Werkzeuge. Ich könnte aber auch selbst Werkzeuge bauen. Dafür brauche ich wahrscheinlich nur eine Kühlerei, eine Schmelze, eine Werkzeugschmiede. Ich glaube, das. Da kaufen wir wahrscheinlich lieber. Ich könnte es aber auch mit Prestige bauen, richtig? Haha! Hervorragend, mein Herr! Nun haben wir eine eigene Produktionskette für Kleidung. Die Dorfbewohner werden begeistert sein. Genau, so ist gut. Übersicht. Da. Einlösen. Okay, jetzt haben wir den. Der ist jetzt auch der oder die, der Schneider. Ja, schnieten, taten. Jetzt haben wir Kleidung. Jetzt müssten die ja noch fröhlicher sein. Nee, die Frauen sind immer noch unglücklich. Die Dorfwohner sind nur so glücklich, wie ihre Frauen glücklich sind. Guck mal, jetzt holen die Brot von der, von da. Wird das denn da angeboten? Stoff benötigt. Wir haben Stoffe. Oder sehe ich das falsch? Aha. Er holt Steine. Meine Güte, der ist aber ganz schön kräftig. Oder ist das Mehl? Ich glaube, der kommt da raus. Schnitzen, kratzen, grutzen. 13 Gold, das ist gut. 204. Oh. Gold und Geld, Geld und Gold. Oh. Okay. Was ist unsere Mission? Ich glaube, wir müssen warten. Wir müssen jetzt mal produzieren. So, was haben wir hier für eine Mine? Das weiß ich nicht. Können wir das irgendwie rausfinden? Was für Minen wir noch haben? Hier ist irgendwas? Nee. Abgerutscht da. Vorzüglich, mein Herr. Die Bewohner sind sehr zufrieden mit dem Angebot an Kleidung. Sie holen sich die Waren vom Marktplatz, wann immer sie benötigt werden. Oh, jetzt haben wir wieder das Problem. Einlösen. Ah, so, ist das jetzt wieder weg? Gut. Also, sie holen sie sich, wenn sie benötigt werden. Okay. Aber der muss viel zentraler sein. Achso. Der Franzose, wie geht das nochmal? Statt Alter, ich habe in letzter Zeit oft an diese heruntergekommene Dorf und eure miserable Dasein gedacht. Ich kann zu dem Ergebnis, dass, wenn ich über euer Verlust eures Lordtitels schweigen soll, euch dies einige kosten sollte. Es muss sich ja auch für mich lohnen. Reguläre Zahlungen an mich sollten ausreichend... Entschuldigung, ich habe jetzt so viele verschiedene... Jetzt komme ich voll durcheinander. Reguläre Zahlungen an mich sollten ausreichend sein. Die erste ist jetzt fällig. Ich wusste, dass der mich besticht. Habe ich dann verloren? 670, was Sack. Was für ein Sack. 33. Gebäudelager voll. Aber dann geht das ganze Geld der Dorfbewohner flöten, dass für das Dorf benutzt werden sollte. Ich müsste das denen einfach sagen. Ehrlichkeit obsiegt. Bleibt immer ehrlich, Leute.
Ich würde direkt den Dorfbewohnern sagen, wie es ist. Und jetzt will mich jemand bestechen, dass ich angeblich das gestohlen hätte, nur wegen euch. Guck mal, die alle sauer sind. Und zu mir gucken, ja? Als wenn ich Gott wäre. Ich bin Gott. Also das sieht am coolsten hier aus. Okay, der Händler ist da. Da ist er. Ach, guck mal, da ist er. Schade, dass er nicht hierhin geht. So, Händler. Wir brauchen Geld, ja? Okay, Bretter haben wir viele. Akzeptieren. Steine. 600. Ein bisschen Brot. Warte, wir sind noch nicht fertig. Was? Ich hab den warten lassen? Ihr habt mich viel zu lange warten lassen, Stadtalter. Nun zahlt ihr das Geld endlich aus. Sonst ufe ich die Stadtwache. Ja, und dann? Arsch. Penner! Das gibt's doch nicht. Unfassbar. Erpressen ist nicht gut. Na, endlich. Er ist wieder weg. Gott sei Dank. Wir müssen uns überlegen, wie wir diesen Unhold in Zukunft handhaben werden. Er wird immer wieder kommen und uns erpressen. Vielleicht sollten wir versuchen, unsere Weste wieder reinzuwaschen und zu beweisen, dass wir nicht für den Diebstahl der Staatskasse des Königs verantwortlich waren. Geht's den guten Katzen? Meine Herr, ihr wart fleißig, das Dorf wächst und gedeiht, alles nur dank euch. Wir haben nun sogar genügend Kleidung für den Winter auf Lager. Hübsche Kleider für den Ball und so. Wir haben einen Statter, der sein Talent bewiesen hat. Ich habe ein Festmahl für euch vorbereitet. Meine Güte, folgt mir schon wieder ein Festmahl. Und wir haben aber noch Handelsprofit zu erzielen, 500. Und Werkzeuge an Markt gekauft, 10. Achso, das sind auch noch zwei Quests. Oh, habe ich jetzt verloren? Hey, wir haben gewonnen. Woo! So geht's auch. Leute, das war eine weitere Folge. Townsman Rebuild Dingensbummens Kingdom. Wir sehen uns wieder nächste Folge. Ich glaube, das war das letzte Tutorial. Ach, es kommt noch wahrscheinlich noch Kampf und so. Wir werden sehen. Los geht's.